Ja, Leute, Nintendo präsentiert wie schon zig Millionen andere Spiele Diddy Kong's Quest. Servus, Leute, willkommen zum Ersatz-Race, sage ich jetzt mal, weil der Lost Levels leider nicht so funktioniert hat, wie wir wollten, weil man den Kack einfach nicht zu zweit spielen kann. Der Gegner ist The Life Force. Hallo zusammen. Ja. Diddy Kong's Quest, Donkey Kong Country 2. Ich habe zu diesem zu diesem Spiel habe ich ein Together gestartet mit Zeronimus, was allerdings niemals beendet wurde, weil sein Kanal danach verschwand und deswegen musste ich das Spiel abbrechen, das Together. Aber irgendwann werde ich mit irgendeinem Random Partner, wer es auch immer sein wird, werde ich das Together neu starten. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Catcherei. Und ich muss sagen, in Donkey Kong Country 2 bin ich bei weitem nicht so gut wie im ersten Teil. Ah, er spielt diesmal Diddy Kong. Und Life Force wird wieder über den Tisch gezogen. Ach, schau mal. Oder auch nicht. Wird es ein neues Skandal geben oder wird Life Force Oh, diesmal ich habe vorangehen? Xerox und Schmack entführt. Glaubt mir, ihr werdet diese affigen Typen nie wiedersehen. Oh, euer Lieblingsbösewicht und König aller Let's Player Final Level Gamer. Einfach mal, um die Story innovativ zu machen. Wobei ich eigentlich auch nicht wüsste, warum Final euch zwei entführen sollte. Was habt ihr ihm wieder angetan? Ich habe ihn dazu gebracht, gerade Darius zu zocken. Und Hoppla. Spacki, Hallo? weil er lustig war. Was? Was, hallo? Das schmeißt du mich jetzt mal komplett weg, ich glaub's ja wohl nicht. Du weißt schon, dass ich das bin, ne? Wir spielen gegeneinander. Was, der Force ist eine Frau? Aber warum konnte ich denn jetzt gerade nicht lenken? Weil ich die Frau bin und der Mann. Ja, und dann, Wir spielen gegeneinander. Oh, okay, jetzt hab ich's Das heißt, wenn er stirbt, dann kannst du beide steuern. Also, du hast beide fest im Griff. Bei der einen musst du halt reingreifen und bei dem anderen musst du es umfassen. Ah, you play with my joystick? Von diesem Projekt werde ich definitiv mehrere Parts machen. Ob er durchmarsch wird? Wage ich stark zu bezweifeln, weil in Donkey Kong Country 2 bin ich bei weitem nicht so gut wie im ersten. Ah, da könnte ich ja meine Special-Frage hier bei einblenden, einführen. T-Life, wie kamst du eigentlich da Stimmt. auf den Namen T-Life? Das ist eigentlich eine sehr witzige Geschichte. Ich habe damals durch ein Lied sozusagen bin ich auf den Namen gekommen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Die eine 2005, sagt euch das was? Ja, sagt Ja. mir. Da gab es doch eine Stelle so von wegen, dass von einem Typ namens Life ausgesprochen wurde. Ich hab Life Force Jetzt sagt gefragt, bestimmt der Mike. Life aus. Hey. Und ich bin sozusagen eher durch Zufall auf diesen Namen gekommen. Hab mir so gedacht, der Name klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und hab mir dann gedacht, gut, okay, Life aus kannst du ja nehmen. War aber leider schon vergeben zu dem Zeitpunkt. Ja, und daraufhin habe ich mich dann The Life Force genannt. Blauer Didi. Das sieht sowas von bescheuert aus. Mit pinker Schrift. Passt zu Life Force. Hallo? Was machst du denn? Was? Pink ist doch eine schöne Farbe, du Banause. Makoto hat auch eine pinke Schleife auf ihrer Brust. Ich hätte gerne, dass sie nackte Brüste hat. Guck dir irgendeinen Hentai an, gibt bestimmt irgendwas. Hentai sind wir nicht mehr genug. Das ist ja das Problem. Du guckst zum Scheiß nicht. Dafür guckst du aber schön die links dich der Poste. Und der Spacki dir posten wird. Wie letztes Mal. Mit den schönen Hentai-Games. Ja. Was für ein Scheiß. Ich habe noch nie so einen Rotz gesehen. Ja, noch nicht.
Aber ich war fasziniert von dem Bubi-Grab-Simulator. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Simulator, wo man Schülerinnen auf den Busen grapschen muss und am Rock gucken und was weiß ich, weiß nicht alles. Was ist das für ein Emulator? Und die schreien währenddessen. Emulator, sag ich schon. Simulator, meine ich. Das ist der Pedo-Simulator. Der Pedo-Simulator, ey, der ist gut. Was denn? Wie alt sind die? 13? 14? Die Japaner haben es doch nicht da alle. Du musst mindestens 16 sein. Scheiße. Und selbst dann ist sie immer noch, also für meinen Geschmack zu jung. So, ich werde Videos jetzt mal in Parts schneiden, aber eventuell werde ich die Parts länger machen. Vielleicht 30 bis 40 Minuten pro Part, wer weiß. Ich liebe die Musik auf dem Schiff. Donkey Kong Country 2 hat generell gute Musik. Oh ja. Aber die Musik auf dem Schiff ist meine Lieblingsmusik. Die gibt's auf dem Gameboy-Teil nur in einer einzigen Level, nämlich in der allerersten. Hm. Ja, stimmt, es gibt ja Donkey Kong Country, neben Donkey Kong Country gibt's ja Donkey Kong Land. Ja, Donkey Kong Land. Ich muss sagen. Oder meinst du jetzt Gameboy Color-Fassung? Nee. Weil da gibt's ja auch noch. Ich meine, Donkey Kong Land 2, das ist eines der ersten Gameboy-Spiele, die wir besessen haben. Und zum Verhältnis Donkey Kong Country, also Donkey Kong Country Trilogie, habe ich erst vor, ich glaube, 3 Jahren zu Weihnachten bekommen. 2013, die Trilogie. Ich habe hier eigentlich auf Donkey Kong, von Donkey Kong Country habe ich auch ein Gameboy Color Teil hier rumliegen. Das heißt rumliegen in einem, als ROM. Und ich muss sagen, ich bin ein großartiger Spieler da drin. Ich fehle im ersten Level. Ich mag übrigens die Siegespose. Mhm. So ein Affentanz. Oh, ich hätte dich fast nicht gesehen. Ich glaube, Diddy wird da richtig läufig, wenn er etwas geschafft hat. Da muss er erst mal seinen schönen Ghetto-Blaster Ghetto-Blaster da in eine Gruppe versenken. Ja, und Dixie holt ihre E-Gitarre raus. Oh ja, Dixie umfasst die E-Gitarre. Mit beiden Händen. Serax. Und spielt da drauf. Serax, du hast das. Was? Du hast das falsch gesagt. Dixie, sitzt in einer gewissen Position auf der E-Gitarre. Beim Kacken, oder? Nee, ich meine. zwischen die Beine, Wolf! Also das sehe ich ganz gerne, Wolf. Übrigens, Tila, obwohl eigentlich Dixie, glaube ich, ein 8-jähriges Mädchen darstellt, nur in Affenform. Übrigens, Tila, es ist jetzt Mitternacht, das heißt, jetzt offiziell darf ich ein Arschloch sein. Okay, Wolf. Wolf? Ja? Du bist immer ein Arschloch. Ich weiß. Ein bisschen. Ich sag nur Toro. Das ist so geil, ein Arschloch zu sein. Das kleine Arschloch. Ja, so ein Arschloch. Wie hieß der Hund nochmal, der sich das Leben nehmen wollte? Keine Ahnung. Feppi hieß er nicht, oder? I. Feppi. Bums! Ihr seid Tilas Hater, ihr Säcke. Fresst, ihr Hater! Fresst Lasagne! T-Life mit der Macht der Lasagne. Ach nee, nicht der Kack. Nee, viel zu. Oh, gut. Das war jetzt Glück! Das war gewollt! Wie kannst du sagen, dass es Glück war? Weil das eben ein Zufallstreffer war, den er da hat. Ich geb's doch zu! Bei dir ist alles, was ich mache, Glück. Nein, alles nicht. Das Fappen ist Glück. Aber das. Das eben war schon irgendwo Glück mit dem. Nein. Der T-Life zu seinem kleinen T-Life. Hm, wie fasse ich dich jetzt an, dass es sich am besten anfühlt?
Das Gute ist, ich kann da üben. 100, 102%. Ah, davor übt auch mit der kleinen Zielein. Hallo? Serax, du gehst ein bisschen zu weit. Also so unnötig habe ich es auch nicht. Also ich muss es dreimal die Woche machen. Jetzt geht er ins Detail. Ich bin doch nicht ins Detail gegangen. Also ich umfasse meine Eiche und dann. Bisschen Kompetenz mehr. Ich dachte, ich wäre unseriös. Was ist denn los? Hab ich was Falsches gesagt? Ja. Nein, hast du nicht. Oh, da bin ich aber heilfroh. Geil, dass sie da nicht springt. Sehr gut. Leute, das war das Skill. Leute, einen Applaus bitte. Ihr seid solche Ärsche. Und du bist auch Arsch, Wolf. Wir applaudieren für dich. Das war sarkastisches Applaudieren. Meinst du? Ja, 100%ig. Nee. Da umfasst er seine Eiche. Ist einfach nicht gesprungen. Tür, sagt er da. Da, mach so wie der. Also ich mag den Mozarten-Effekt im Hintergrund. Das wäre es richtig gut gelungen dadurch. Viele sind diese... viel zu weit. Viele sind diesen Spiel sehr gut gelungen. Mhm. Wenn man einfach hinschaut, dann denkt man, wow, das Ocean auf dem SNES. Das ist ein Ocean und kein billiges Pixel-Kack da. Sondern die Entwickler haben sich anscheinend sehr, sehr viel Mühe gegeben. Da war Hallo, das sieht aus wie ein Spiel für die PSX, muss man mal überlegen hier. Da war Rare in seiner Glanzzeit. Oh ja, Rare ist so eine geile Firma gewesen. Ja, bist du allein da? Hier mit Donkey Kong Country und Conker's Bad Fury Day und Banjo-Kazooie und ach. Es hat so viele gute Spiele gehabt. Und Battletoads. Ja. Also technisch gesehen ist es ein Hammer-Spiel. Musikalisch gesehen ist es ein Hammer-Spiel. Battletoads? Ja. Mhm. Vom Gameplay her ist es ein Ticket zu schwer, aber der Wolf falsch gerne seine Gegner mit seinem Haar aus. Wahnsinn. Wolf, lass dein Haare unter. Ach, scheiß doch drauf. Ich mache hier keine 102% Run. Ich mache einfach so aus Spaß. Das Haar scheißen. Da ist ein Leben drin. Komm her. Ich finde auch die Farben, die harmonieren alle auf dem Schiff vor allem. Ja, hier passt einfach. Also sie haben richtig, sie haben richtig geil die Sonnenuntergänge. Man muss auch sagen, die Donkey Kong Country Trilogie ist ein Meisterwerk. Oh ja, das Na, ist. Ja. Man muss aber schon sagen. Auf ein Spiel hätte ich gerne verzichtet. Okay, Country 3. Genau. Also mit dem fetten, blöden Sack und... Ja, ja genau der. Und Ellie. Was hast du gegen den fetten, blöden Sack? Er ist doch noch fett und blöd und fett und blöd. Er springt scheiße, er ist scheiße, muss ich noch mehr sagen? Nein. In Donkey Kong Country 3 hättest du sogar noch mehr Chancen, weil Donkey Kong Country 3 habe ich noch nie durchgespielt. Ich auch nie. Ich muss aber auch offen gestehen, dass ich schon öfter die Möglichkeit hatte, Donkey Kong Country in For Linux zu kaufen. Nur 60 Euro sind ein bisschen teuer. Für ein Spiel? Ja. Haben die ein Rad ab? Also die haben halt so richtige schöne Hüllen und
sind geil und es ist ein geiles Spiel, also ich kann verstehen, warum man so viel verlangt, aber ich werde früher oder später mir da eins holen, weil das ist einfach himmlisch. Crash Dummies. Ey, das D-Live wird nicht weg. Achso, Leute, noch könnt ihr wetten. Auf welcher Seite steht ihr? Ich stehe auf Wolf. Ich stehe auf Wolf. Verräter! Alle verratenden T-Live hier. Ich glaube, der Wolf ist aber mehr auf T-Live-Seite. Da schweigt der eiskalt. Meinst du mich? Ich will mich von euch beiden verraten. Meinst du mich? Ich meine jetzt Serax. Nein, ich meine jetzt Serax und... Nee, ich meine wegen... Da schweigt der eiskalt. Ich hab grad was gekriegt. Das war Skill. Dafür braucht man kein Skill. Das sagt der T-Life. Das bedeutet den totalen Kalt! Gib mir das! Gib mir das, gib mir das! Ja, damit! Leben nehme ich gerne mit! Der nimmt uns nicht das Leben. Wer sagt denn nicht schon gerne zum Leben nein? Übrigens, du hast dir doch das Leben genommen! Tilas bester Freund hat kommentiert, nämlich die Katze. Ah, das war's mit. Da hat er sowas wie gemeint, der T-Life ist ja schon meilenweit entfernt. Ob er mich überhaupt noch hören kann. Das sieht einen verlängerten Rücken. So in der Art, Schmatke oder Serax, kann einer von euch mal den Kommentar unterm Super Mario Video lesen, also vorlesen? Warte mal, ich kann ja mal kurz. Weil ich kann nicht schlecht vorlesen. Das war eben das Race, was wir hatten. Bitte stöhnen. Aber ich mag das Gestöhne von denen. Vor allem die dunklen, die. Jetzt erkenne ich Wolfs sexuelle Orientierung hier. Natürlich. Ich nehme ihn. Ich geb's zu. Lass mir okay, ich bin drin. Also der letzte Katze hat geschrien, Mario ist bissing hier. Der Wolf ist schon so weit weg, dass T-Life ihn vermisst. Wie der T-Life schon auf internationale reagiert zu gut. Bitte, Outer Katze? Nein, jetzt bei Pflege. Also, Mario ist missing, er vermisst mich. Er vermisst mich. Die Musik ist so catchy. Was, der Katze steht auf Wolf? Da muss ich noch mehr mitdödeln in dem Spiel. Dödeln zurück zum Besten. Ja, ich dödel immer mit, ich dödel. Das wird auch schon einer meiner Hauptsprüche. Der Katze ist in Wolf verliebt. Nein, ich aber nicht in ihn. Ich steh auf Weibliches mit zwei fetten Brüsten. Deswegen heißt er nicht Kater, sondern Katze. Da hab ich doch glatt eben noch ein extra Leben gesichert. Eigentlich ist mir egal. Ich mach mir so viele Feinde. Eigentlich ist mir egal, wie groß die Brust einer Frau ist, aber. Ja, Hauptsache, man wird erdrückt davon. Nee, Hauptsache, es ist dann... Wo ist der Punktestand eigentlich? Also ich stehe eigentlich mehr so auf C oder... ich stehe mehr so auf C, B geht auch noch und D ist auch noch von Punktestand, der ist erst der K-Rule platt gemacht hat. Aber alles außerhalb ist halt... Aber man muss dazu sagen, den normalen K-Rule, weil... Den aus der verlorenen Welt, den können wir gar nicht bekommen. Da bräuchten wir 100%. 102%. Das ist der DK-Roll. Und der rollt sich der DK. Und 102% ist nicht ganz so einfach zu bekommen. Ja, 100% ist da einfach, aber 102%. Klar, aus. Ja, da braucht man On Guard. On Guard!
Kushi, da hole ich mein Säbel raus. Der Klopper Chaos Kult Astra. Oh, ich erinnere mich nur zu gut. Habe ich nicht gesehen. Ich habe es von vielen anderen Leuten gesehen. Zum Beispiel von Jesse und Zoe. Boah, das war so. Oder von Dake und Haze. Das war Gold. Aber man muss sagen, Cold Astra kann für ein kaltes Bier sehr laut werden. Manchmal. Ich habe einige andere sehr gute Leute, die ich gucke. Vor allem sehr lustige. Ich habe ja damals quasi über Cold Astra euch alle kennengelernt. Soweit darf ich alles. Ja, das hast du schon gesagt, aber noch nicht in einem Video. Das ist ja auch gut. Nee. Bums! Bums! Da kommen die Fachwörter wieder raus. Ich gebe mir dann nochmal so etwas zum Schlürfen holen. Mhm. Ich nehme an, der Wolf liegt vorn. Ja. Ein Level, ja. Ein bisschen. Ein Level liege ich vorne. Dann bist du, ich bin gleich wieder da. Ja. Da krieg ich nochmal schön zwei Bananen. Ja, entschuldigt das Dö-Dö-Dö-Dö-Dö, was ich die ganze Zeit mache, aber es ist einfach zu catchy. Ja, die Musik ist toll. Dabei ist das Lied noch eines der schlechtesten in dem Spiel. Ups! Das vom Bonus-Level. Wenn ich so denke, Sticky Symphony oder wie das heißt. Rumble Blast hieß es, glaube ich. Bin ich jetzt gerade zu doof, um das zu Oder von der Eishöhle, boah, geil. Die Eishöhle ist, glaube ich, meine Lieblingsmelodie aus dem Spiel. Er ist so wunderschön. Ich werde eventuell, wenn es mir mein Vorsprung erlauben sollte, werde ich auch in ein oder zwei verlorene Welten gehen. Ja. Nicht wahr? Also? Nicht wahr, Schmacki? Ja. Ja. Warum hat sich T-Life überhaupt rote Haare gefärbt? Keine Ahnung. Er färbt sich die Haare rot, keine Ahnung. Er war betrunken. Zu dem Zeitpunkt. Ich frage mich, in welcher Level ich mein erstes Leben verlieren werde. Was denkst du, Schmacki? Schwer zu sagen. Ich meine, aus Dummheit kann viele Fehler passieren. Ich würde meinen in eine Dornengestrüppel. Oder in eine Achterbahn. Nee, ich glaube wesentlich früher. Ich glaube tatsächlich in der ersten. Oh ja, ja, wie hieß die Level? Ich glaube, es war das zweite Level von der Lava-Welt. Das in den Minen oder wie das heißt. Ich glaube tatsächlich, dass ich da mein erstes Leben verlieren werde. Weil ich weiß, dass das Level ein bisschen tricky war. Das war geil eben von mir. Tarzan. Jetzt stelle ich mich langsam echt gut an. Ja, das Einzige, wo du gefehlt hast, ist der Anfang. Ja. Und der Anfang. Naja, eigentlich war es im zweiten Level. Ja, wenn dir das nicht passiert wäre, wären wir eigentlich gleich auf. Aber da ist ja auch leider dummerweise nicht so gesprungen, wie ich es hätte gerne haben wollen. Oh, Swanky! Willkommen, Goldgrube! Ja, gratis. Wie heiße ich?
Erwin natürlich. Welche Kreatur ist der erste Gegner? Das ist eine fette Ratte. Welcher Name, bla bla, in der ihr gerade befindet? Galionsplanken. Millionsplanken vor allem, weil Geld und so. Piratenpuzzle. Welchen Knopf drückt ihr zum Rennen? Ach scheiße. Bei mir ist es der X-Knopf. Brauchst du Hilfe? Fuck. Ja, kommt davon, wenn man einen anderen Controller verwendet. Ich hätte meinen Essen als Controller verwenden sollen. Wer ist der erste Level? Piratenpanik. Wer ist der Fiesling? Prinzessin Banana natürlich. Ding ding. So. Chimpy Challenge. Wie viele Fenster gibt es in Kerouls Kabine im ersten Level? So. Vier? Ja. Wie heißt der erste Level, in dem ihr im Tauwerk klettern könnt? Schlottermast. Gut, dem hast du das aber arschkalt. Welches der drei genannten Dinge ist kein Objekt aus King Kerouls Kabine im ersten Level? Fuck. Karte, Waffe. Schwert gab's. Ich glaube eine Waffe. Jawohl. Bam, abgeräumt. Für diejenigen so kurz zuvor, die Donkey Kong Country gar nicht kennen. Ja. Gibt solche Leute überhaupt ganz im Ernst? Ja, gibt es. Ah, Skandal! Umbrosi. Es gibt Leute, die das nicht kennen. Er hat die Minecraft-Let's Player manchmal. Auf jeden Fall, die roten Ballons, weiß man ja selber, die sind ein Leben wert, grüne 2 und die blauen 3. Mhm. Man muss schon blau sein, um gut zu sein. Ja, diese Figur hier, diese Schlange, ersetzt. Also genauso blau wie ich. Ersetzt den Frosch aus Donkey Kong Country, also ersetzt Winky, und sie heißt Rattle. Snake, Rattle und Roll. So da. Oh, boing, boing, boing. Was meint ihr, wird sich Final auch so sehr über das hier freuen, als wie The Lost Levels? Sicher, der wird sich halt tierisch freuen, wenn der Wolf den T-Life über den Tisch sieht. Hallo! ich sag doch nur, was Sache ist. Serax, du bist ein Verräter. Er sagt nur das, was er im Thumbnail gesehen hat. Boah, jetzt reicht's mir. Ich glaube, jetzt komme ich auf die Blacklist vom T-Life. Was ist? Oh ja, Freundchen. Was ist mit mir? Du wirst bluten, Freundchen, dafür sorge ich. Was habe ich jetzt schon hier angestellt? Du warst schon sehr böse zu mir. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe dir Fame bereitet. Aber dafür gesorgt, dass du eben gerade Serax zugestimmt hast. So von dem, dass nicht dass du wieder gewinnen wirst. Egal. Da ist er runtergefallen. Macht nichts. Oh, irgendwie ging der Knopf gerade nicht. Man hat sogar das Gedrücke gehört. So. Du haust ab. Dreh dich um. Danke. Ich mach's jetzt auf ganz Safety. Das hättest du auch so schaffen können. Ich weiß, aber wenn jetzt der Knopf zweimal nicht funktioniert hat, dann ist er auch irgendwie dämlich. Wie würde das Klo eigentlich von diesem Affen hier heißen? Dixi. Sorry, den wusste ich gerade. Nein. Der war richtig schlecht, aber ich musste ihn bringen. Der war richtig gut. Nein. In der Gameboy-Version kann man auf die komischen Leiterhanseln raufspringen. Das klappt hier in der Super Nintendo-Version, glaube ich, nicht. Ich bin so schlecht in Donkey Kong Country. Dass ich mehrmals Game Over in einem Level gegangen bin. Also ich würde zu einem Base mit Wolf oder allen auch T-Life
allen außer Spacki würde ich dann quasi Nein sagen, weil ich dann weiß, ja, wie es ausgeht. ich weiß nicht, wie gut der Spacki ist, aber ich glaube, er würde sogar gegen mich gewinnen. Weil, niemand kann so schlecht wie ich die Donkey Kong Country sein. Doch. Nein. Doch, Kanalwärter. Der hat Donkey Kong Country abgebrochen, weil er es nicht gepackt hat. Okay, dann vielleicht er, vielleicht, aber sonst niemand. Also Werther, falls du das siehst, das ist nicht böse gemeint, also wirklich. Nichts für ungut. Das ist mir jetzt nur gerade eingefallen. Wie heißt er nochmal? Kanalwärter. Achso, mit ihm ein Donkey Kong Country LPT. Das ist kein Let's Player. Aber er macht andere sehr gute Videos. Nein. Danke. Er macht vor allem auch sehr interessante Videos mit. Wie es er ausdrückt, sehr einfachen Mitteln. Das letzte Video, was er gemacht hat, war glaube ich heute. Da hat er sich so ein Klopömpel geholt und so eine. Lol. Und sich mit Klopapier eingewickelt. Und dann hat dann so ein Pharaonenlied gedanced. Aber ist aber echt lustig. Warum kommt er auf solche Ideen, die ich mir immer ausdenke, aber er sie quasi in die Tat umsetzt? Ja, ja, ich glaube, mit ihm könntest du dich echt gut verstehen, weil er. Ich glaube, wir sind Seelenverwandte. Ja, ich glaube, der ist auch irgendwo so verrückt wie ich. Er ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann würde ich dir nahelegen, dass du dir mal ein paar Videos von ihm reinziehst. Mit E oder R geschrieben? Mit E, aber da gehört ein H dazu. Also Werter wie bewerten. Ich habe ihn auch abonniert, da solltest du ihn vielleicht unter meinen Abos finden. Aber da schaue ich mal kurz nach. Ich meine, er macht. Jetzt bin ich. Er lädt nicht oft was hoch, aber er macht gute Sachen. Ich habe mich ja ganz gut angestellt. Bis jetzt. Hallo Krähe. Ah, ich sehe ihn. Da ist die Verpannte. Oh ja, wie da. So wie eine Silversurfer-Idee. Mit der Alufolie. Ja, so in der Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie ich mich rausreden kann. Wo du nach kurzer Zeit schon geschwitzt hast wie Sau. Ja, dass ich dann das ausgezogen habe. Dass er sich ausgezogen hat. Oh, Striptease. Ja. Was auch noch in meinem Trailer drin kam. Seraxwolf hat besondere Macht. Ja, was ganz Besonderes. Geier töten. Oh, Geier Sturzflug. Oh. Aber Silver Surfer habe ich eigentlich auch irgendwann als LP geplant, ohne Save States. Du bist verrückt. Ja, aber das ist gar kein Ausdruck. Ich bin zwar verrückt, aber es ist möglich. Ich hab's schon mal geschafft mit einem Seestead pro Level oder so. Ich hab's durchbekommen. Hab mir da gedacht, mit ein bisschen Übung geht das. Die Hitbox ist halt ein bisschen scheiße, der ist halt arschlarm, aber ansonsten. Der größte Feind des Silver Surfers, Quietsche in. Oh ja. Du sprichst von einem Spiel, was der Nerd eigentlich weggeschmissen hat, in die Ecke frustriert. Ja, ich spreche davon, aber ich würde dir nur zeigen, dass das auch so geht. Und er wird mich wahrscheinlich dafür hassen und mich auf die Bannliste schreiben. Ich habe von Silver Surfer ja auch eine Show gemacht. Und du hast dich eigentlich nicht so schlecht angestellt damals. Ja. Du hast ja gemerkt, ja, bei manchen Sachen kann man ja hier und da stehen bleiben. Ja, das Problem ist nur, man muss erstmal rausfinden, gegen was man jetzt fliegen kann und was nur der Hintergrund ist. Was hat der Nerd bei Castlevania gesagt? Es ist hard as fuck. Es ist hard as fuck as balls oder so. Ja. ich weiß, warum ich den Typen so mag. Es ist zwar schön, aber schwer wie Sau. Castlevania oder Silver Surfer?
Castlevania, hat dann sein Video gesagt. Obwohl beides. Und ja, ich weiß, dass der Final Level Gamer das Video hier sehen wird. Wir machen keine, unter 2%, haben wir schon gesagt. Er macht 2%. in mein zukünftigen Let's Play Together von den Spielen mit keine Ahnung welchem Partner, das muss ich noch nachschauen, wer sich dafür bereit erklären würde. Dann wird 102% gemacht. Also eine hättest du schon mal. Dich? Mhm. So. Ich weiß zwar nicht, wie man die 102% kriegen würde, aber bereit erklären würde ich mich auf jeden Fall. So, eigentlich habe ich mehrere Leute, die sich für Donkey Kong Country 2 melden würden. Weil Seronimus wollte es mir let's playen, kann das aber eben nicht mehr. Final würde es let's playen. Ich glaube, Schmacki hat auch mal ja gesagt. Ich würde eigentlich auch ja sagen, aber ich bin unheimlich schlecht da drin. Der Scarecrow, der auch auf jeden Fall auch, da habe ich mit dem leider sehr wenig Kontakt irgendwie. Das letzte Mal hat er sich vor einem Jahr bei mir gemeldet, wo ich ihn in einer Aufnahme hatte. Das letzte Mal angeschrieben hat er mich kurz vor Weihnachten. Weil der ist auch leider sehr selten, aber ist sogar noch vor Simon der allererste, mit dem ich hier auf YouTube in Kontakt getreten bin. Beziehungsweise heute auch noch teilweise bin. Also der allererste, der tatsächlich mit mir in Kontakt getreten ist, war nicht Cold Astra, sondern die Leute von Bill B. Das sind auch richtig knorke Typen. Die habe ich damals über das Brony-Forum, Bronys.de, kennengelernt. Und ich muss sagen, sie sind ganz geile Typen. Leider machen die nicht so oft was, sind mehr Streamer, aber... Damals habe ich mit denen ein einfach eine BW-Geil-Race gemacht. Tschüss. Ist das so passiert in mir? Ja. Nice. Das war abgekartetes Spiel. Nein. Ich frag mich sowieso, warum Dixie keinen Schwanz hat und stattdessen ihre Haare so. Hallo, sie ist ein Mädchen, also hat sie keinen Schwanz. Auch weibliche Affen haben einen Schwanz. Es gibt ja Theorien darüber, dass der Schwanz in ihren Haaren versteckt ist, aber was wäre dann das dann für eine Fehlgeburt? Das wäre dann auf jeden Fall eine Fehlgeburt. Ich glaube, der gerade nicht so geklappt wie ich wollte, aber das kann ich gleich wieder ändern. Nein. Vielleicht hat sie ihren Schwanz in der Hose drin versteckt. Ach, komm schon. Zum Aal. Ich glaube, keiner von uns kann Booty Beats toppen. Mit was? Booty Beat? Hier vom Nerd, der Typ. Warum, was macht der? Ja, du hast das selbst von ihm erzählt. Das ist ein Typ, der spielt doch halt, ja, Battletoads ohne Save States. Ja. Yeah. Auf NES. Aber nicht blind, oder? Nein. Ja, wenn es nicht blind ist, dann ist es irgendwie logisch. Ja, aber Body Beats, warte mal, ist das nicht der Gitarrespieler? Keine Ahnung. Ich glaube, der nimmt quasi das ganze Gameplay für den Nerd auf, weil der Nerd ist jetzt nicht so ein krass overpowerter Spieler. Ich auch nicht. Ja, du bist nur bloß einer, der sagt, Mega Man Zero ist nein. ja, ich habe mich vorhin auch mit Final unterhalten und er hat eben gemeint, dass Mega Man Zero gar nicht mehr so schwer ist, weil er hat gesagt, er hat es privat angezockt, weil er neugierig darauf wurde, weil ich so oft davon spreche. Und er meint, es ist gar nicht so schwer. Und warum die Leute sich so anstellen. Da habe ich ihm gesagt, das ist ja auch nicht schwer. Also ich hab's, ohne Save States ist es vielleicht, ist vielleicht das erste Level nicht schwer. Aber dann kommt der Rest zum Spiel. Serax, das Spiel ist sogar sehr, sehr einfach. Du müsstest sogar farmen. Also dann wär's sogar noch einfacher.
ihn du farmen würdest. Also ich weiß noch genau, wie der erste Boss geht. Der ist ja auch nicht schwer. Nur, dass er halt unheimlich viel abzieht. Der Rest ist einfach, ja. Ich muss immer noch das Gameplay für Games of Hell aufnehmen und bin gespannt, wie das Game so auf mich wirkt, ob ich das überhaupt ohne Save States durchkriege. Ich mein Server. Ja. Weil der Elefant, wo Schmacki gescheitert hat, ist. Schmacki hat aufgegeben. Oder war es der Pharao Man? Der Elefant ist gar nicht mal so. Komische Fliegentruller da mit dem komischen. Also, der Elefant ist gar nicht mal so schwer. Ja, mit dem Steppen, ich weiß, meinst du? Der Pharao-Man ist das. Er hat irgendwas rumgeschwungen, so komische. Final hat auch Probleme mit dem. Was habt ihr denn? Der ist easy peasy. Das ist ein Arschloch. Phantom. Da kommt plötzlich Wette, die zerquetscht ein, wenn man nicht aufpasst. Serax, komm erstmal zu Phantom, dann weißt du, was ein richtiges Arschloch ist. Ich habe Phantom kennengelernt und da habe ich dann aufgehört. Ja. Ich kam mit Save States nicht an diesem Arsch vorbei. Das ist so ein Wichser. Ja, Phantom ist das letzte Arsch. Ich erinnere mich, sie flog, sie war grün. Was? Sie war. Das hat mich genervt. Phantom ist ein graues Arschloch, das einen ständig verarscht und dann irgendwie einen in den Arsch reinfammelt. Schmacki, du meinst Hapuya und Hapuya ist tatsächlich ein Typ, der eine Frauenstimme hat. Ich weiß nicht warum. Eine Transe. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach nur, dass er eine helle Stimme hat, mehr nicht. Ab da ein Eunuch! Ein Eunuch! Oh nein! Ein Eunuch! Mega mit XZ will ich eigentlich auch privat weiterspielen, aber ich komme einfach nicht durch die Final Stages. Die Bosse werden da einfach so kackschwer plötzlich. Mega Man ZX ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als Mega Man Zero. Etwas, also ich würde sagen, zwischen Mega Man X und Mega Man Zero. Eigentlich gut machbar, bis zu den Final Stages, versteht sich aber. Apropos, Schmacki, wann wirst du das jetzt LP'en oder so? Das dauert noch eine ganze Weile. Ich fordere Mega Man ZX. Der Fahrtein ist noch sehr, sehr lang. Ein langer, steiniger Weg, wie der eine Sänger hier. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nein, dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, ich weiß. Dieser Weg wird steinig und schwer. Den ihr meint, Xavier Naidoo. Xavier Naidoo. Ja. Und von wann ist das Lied? Von welchen Jahren? Ich nicht. 2000 vor Christus? ich meine jetzt extra T-Life. Fragst du mich was Schweres? 2006. Was? Echt so jung? So alt schon? Wow. Jung in Anführungszeichen, es ist ja schon 10 Jahre her. Aber diese 10 Jahre, es war, als wäre es gestern gewesen. Aha. Als ich damals so ein kleiner 11-jähriger Spast war, der noch Ratchet & Clank täglich gesucht hat. Ja, und jetzt bist du ein älterer Spast. Erst muss ich Mega Man sehen. Ja. Auf jeden Fall wird Mega Man ZX für dich etwas einfacher als Mega Man 9. Ohne Scheiß, das ist eigentlich gut machbar. Also wenn ich es sogar hinkriege, aber dann irgendwann mal denke, nee, ja, du wirst es schon fertig kriegen. Jetzt kann man die Game Boy erstmal danach. Da fordere ich aber Final Revenge irgendwann. Da wird der Schmacki zu selbst jetzt greifen müssen. Ja, definitiv. Also ich hab's zuerst versucht, ohne Save States, kam dann nicht mehr weiter und hab dann halt versucht, mit so wenig Save States wie möglich. Der einzige, den ich bisher gesehen habe, der so ohne geschafft hat, ist der Soma. Oh, Soma, ja. Oh, Soma hat ja aber auch krasse Skills, das muss man ihm lassen. Auf der anderen Seite... Oder ist einfach nur krankhaft. Er ist krank. Er hat einen ziemlich hohen Ehrgeiz, was sowas betrifft. Aber man muss auch sagen, er hat einen sehr hohen Skill. Ja. Ich kam in den ersten 15 Parts gar nicht voran. So, das ist jetzt 45 Minuten genau. Und die erste Welt ist beendet. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis die erste Welt beendet ist. Dann werde ich die Videos alle in 45 Minuten Länge so in etwa lassen. Das reicht fürs Happen.
So in der Art. Wer sich da auch immer einen drauf unterholt, aber egal. Gut, dann würde ich sagen. Geil ist es dann. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, das war der erste Part von Donkey Kong Country 2 Let's Race oder wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Was? Ich dachte, es lief ja ganz gut bis jetzt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Übrigens, Schmacki, jetzt kommt gleich die Welt, wo ich glaube, den ersten Tod zu erleiden. Naja, das werden wir im nächsten Part sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich. Das sagt doch schon, das fickt euch. Ja, fick dich, Serax. Ja. Tschüss. Okay.